Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute habe ich mal vor, weil ich immer noch im Urlaub bin, euch etwas mal mitzunehmen. Ich muss noch in die Mall nebenan, beziehungsweise was heißt nebenan, ich muss ein Stück mit dem Bus fahren, muss noch in die Mall, muss noch mal zur Bank, muss noch da was erledigen und muss noch ein bisschen einkaufen. Und ja, da dachte ich mir, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ich hoffe, dass die Qualität einigermaßen in Ordnung geht von meinem iPhone. Ich habe ja hier im Urlaub, wie ihr wisst, keine Kamera dabei. Ich habe meine große Kamera zu Hause gelassen, aus Sicherheitsgründen einfach, weil eine Spiegelreflex will ich nicht so mitnehmen in den Urlaub. Und ich habe mir gedacht, das iPhone müsste auch ausreichen. Und von daher habe ich jetzt nur das iPhone dabei. Und wie ihr sehen könnt, haben wir eigentlich relativ schönes Wetter. Und ja, wir haben jetzt. Ich muss mal eben auf meinen Laptop gucken. Moment. Wir haben jetzt 12:38 Uhr. Und mein Bus geht um kurz vor 2, das heißt um 2:30 gehe ich runter, fahre dann zur Bushaltestelle. Ich habe meinen Rollstuhl hier ja, mit im Urlaub, nicht meinen Rollator. Und dann filme ich ein bisschen im Bus, vielleicht mal gucken, wie ich filmen kann, weil mit Rollstuhl fahren und gleichzeitig filmen, ihr wisst alle, das geht nicht. Oder das gestaltet sich ziemlich schwierig. Und da ich auch keine Stative dabei habe, ich total organisiert im Urlaub, ich weiß. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns, wenn ich losgehe. Und ja. So, ihr Lieben, ich bin gerade am Laptop und schneide noch ein Video für meinen anderen YouTube-Kanal, wo es um Künstlerpuppen und sogenannten Reborn-Babys geht. Wenn ihr nicht wisst, was Reborn-Babys sind und wenn ihr das gerne wissen möchtet, dann kann ich euch das mal im separaten Video erklären. Und wenn ihr bereits schon wisst, was ein Reborn-Baby ist, dann, oder wenn ihr wissen wollt, was ich für Videos auf diesem Kanal drehe, das sind halt so Roleplay-Videos. Also das heißt, man spielt praktisch echtes Leben nach, aber man weiß halt immer noch, dass das keine echten Babys sind. Falls euch das auch interessiert, dann schreibt mir das mal. Oder ich schreibe euch dann den Link dafür unten in die Infobox. Auf jeden Fall habe ich da auch so einen anderen Kanal noch für. Muss mal eben schauen, ob ich euch das irgendwie zeigen kann. Also, Entschuldigung für das Gewackel. Ich habe halt da so ein, das ist mein Reborn-Kanal, falls ihr da mal vorbeigucken wollt. Wie gesagt, da gibt es halt so nicht so normale Videos, wie ich so sonst so drehe, sondern halt so Rollenspiele-Videos, wo man das so nachspielt mit Puppen, echtes Leben und so. Falls euch das interessiert, dann könnt ihr da mal vorbeigucken. So heißt der Kanal. Und ja, den wollte ich euch ganz kurz mal zeigen. Und falls jetzt irgendwie Kommentare kommen von wegen, du bist doch bekloppt oder so, das ist ein Hobby und das ist mein Hobby und ich mache das total gerne und ich kann kreativ sein und das ist die Hauptsache. Das kann ich natürlich mit den normalen Videos für euch hier auch. Aber mit denen noch ein bisschen kreativer. Und ja, das wollte ich euch einfach nur kurz zeigen. Und ich mache jetzt noch mein eines Video da zu Ende. Und wir haben auch schon 13 Uhr. Das heißt, mein Bus geht. Ich muss in einer halben Stunde zum Bus. So, wir haben jetzt 14:45 Uhr. Ich sitze an der Bushaltestelle und warte auf meinen Bus. Ich weiß, mein Bus kommt erst um 2 Uhr, aber ich
bin immer ein bisschen früher lieber an der Bushaltestelle wie zu spät. Und ihr seht das schon im Hintergrund, wir haben traumhaftes Wetter. Das soll mal zeigen, ihr seht das auf jeden Fall, traumhaftes Wetter. Ja, ihr seht auch, ich habe meine Sonnenbrille auf und es ist auch echt schön, aber es ist hier relativ laut. Also ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, aber ich warte jetzt auf jeden Fall auf meinen Bus und melde mich dann nochmal, wenn ich im Bus bin. Thank you.
meine Lieben, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade wieder zu Hause angekommen. Ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass der Clip in der Mall so kurz war und die Busfahrt so ruckelig. Aber ja, die Busfahrer fahren hier wie eine besenkte Sau. Und das ist relativ schwierig, dann die Kamera ruhig zu halten. Und warum ich in der Mall nicht so viel gefilmt habe, weil ich einfach nicht fahren kann und filmen. Und ich hatte nach dem Einkaufen extrem Zeitdruck, damit ich den Bus noch gekriegt habe. Ich hatte nur noch 2 Minuten und da musste ich mich ganz schön beeilen. Und da habe ich die Kamera einfach mal außen vor gelassen, weil ich mir gedacht habe, ich will ja nicht meinen Bus verpassen. Aber ein bisschen was von meinem Alltag habt ihr gesehen. Und es soll jetzt auch nur ein normal langer Vlog werden. Beziehungsweise, ja, nicht extrem lang. Und ich hoffe trotzdem, dass euch mein Tag bis jetzt gefallen hat. Ich weiß nicht, ob ich euch noch ein bisschen mitnehme oder nicht. Das werde ich dann gucken. Und ich bin auf jeden Fall jetzt zu Hause. Es ist jetzt, ich habe noch ein zweites Handy hier. Da kann ich gucken, wie spät wir es haben. Wir haben es jetzt 3 Uhr 37 mittags, also 15.37 Uhr. Und ich bin, wie gesagt, jetzt gerade erst nach Hause gekommen. Ich muss ganz, ganz, ganz dringend auf die Toilette. Und deswegen sage ich, wir sehen uns dann später wieder, eventuell, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal auf die Toilette. Ja, meine Lieben, ich werde den Vlog hier jetzt doch hiermit beenden. Ich war jetzt auf der Toilette und ich habe die Einkäufe ausgeräumt und ich bin so fertig. Ist total warm, ich schwitze mich tot. Ich schwitze mehr, wie ich trinke. Ich würde sagen, da meine Mama jetzt auch gleich von der Arbeit kommt, beende ich den Vlog heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da, ein Abo, einen Kommentar auch immer gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Die Leute, die ich halt alle gefilmt habe, die kommen halt alle auf YouTube. Das interessiert die alle nicht. So schönes Wetter, so ein schöner Himmel heute. Also, der war schon schöner, aber... Ich hab's gefilmt.
gewackelt hier aber sehr. Ja, dann sieht man halt, dass es keine Aufnahme ist aus irgendeinem Bilderbuch. Ja, aber den Leuten soll ja den Preis dann da drüben noch finden. Was für ein Preis? Er kommt doch keinen Preis, also sind die das doch überhaupt nicht. Okay. Kannst du mal kommen. Dann. Ich glaube nicht. Ich glaube, die meisten können sich eh nicht leisten. Aber meinen Leuten soll ja auch nicht schlecht werden, wenn die mehr zugucken. Wenn du mit dem Rollator unterwegs bist, wird es wahrscheinlich genauso sein, weil nein. Du die Straße. Nein. Ja, aber dann ist mein Handy ja fest, weißt du? Dann ist das ja im Stativ drin. So, ich packe mich jetzt hier auf den Behindertenparkplatz. Wo gehst du denn jetzt hin? Gehst du in die Tankstelle? Mit Zigaretten. Jetzt bist du auf meinem Video. Darum sehe ich ja gut aus. So, wie ihr sehen könnt, und hoffentlich könnt ihr mich auch hören, bin ich jetzt doch noch mal unterwegs. Ich habe jetzt den Tag doch noch nicht geendet, weil ich mir so gedacht habe, vielleicht sind die Aufnahmen ja auch noch nicht so gut geworden im Bus. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, noch ein bisschen für euch zu vloggen, weil wir im Moment halt zu Fuß unterwegs sind. Und meine Mama, wie ihr gesehen habt, ist jetzt gerade in die Tankstelle rein und kauft sich noch Zigaretten, glaube ich. Und da kommt sie auch schon wieder. Und ja, wir gehen dann jetzt noch weiter einkaufen. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Einkaufsladen. Willst du auch mal was sagen? Nein! Die Leute haben dich doch eh schon gesehen. Okay, mach die Bremse auf. Yeah.